Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Hey, bitte genauso! Jetzt machen wir die nächsten 7 Spiele notwendig! Da holen wir das Ding auf Fitti! Wir nehmen das ja! Wenn es kurz nach Mitternacht am Bahnhof Winterthur eine Spontanparty gibt, dann muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Ja, ist gewaltig und es macht mich eben stolz. Das zeigt aber auch, dass wir auf einem guten Weg sind und dass es halt einfach eine Top-Saison ist bis jetzt. Und ich hoffe, dass die Fans und dass wir auch so weitermachen. Es ist genial natürlich, man hat ein Heimspiel gefühlt. Stopp, wir hoffen, dass die nächsten Wochen und Monate auch der Fall ist. F für unsere Leute schreien, F für Fußball, go! C für den Club rot-weißes Blutmann, go! B für Winterthur, Fuß in die Luft, come on! FCW, die Stadt braucht den Club, jo! Freitag, 8. April, Brückli-Feld-Aarau. Alles und alle sind bereit für einen denkwürdigen Auswärtssieg. Einer aber hat gefehlt. Wegen Corona ist der Trainer Alex Frey zuhause vor dem TV gesessen. Für ihn hat das Duo Gallazuffi paritätisch übernommen. Der Alex Frey war nicht da. Wie hat das geklappt? Wie sind wir mit ihm im Kontakt? Er hat uns vor dem Spiel eine kurze Videobotschaft geschickt und hat uns heiß gemacht. Und sonst, der Trainerstab hat uns sonst optimal eingestellt auf die Partie. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Und ich glaube, wir haben es sehr gut umgesetzt. Ich würde sagen, mehr als sehr gut. Vinti war voll parat, hat ein super Pressing aufgezogen, hat schnell und präzise kombiniert, ist vor allem geistig und körperlich immer einen Schritt schneller gewesen. So in der 26. Minute der Saif Latayev, der den komischen Rückpass erläuft und souverän versenkt. Er scheint seine Blockade vor dem Goal gelöst zu haben. Und es ist noch besser gekommen. 39. Minute, Alves auf Neftali und der auf der Tuschi. One-Touch-Fußball vom Feinsten. Die langsame Aarauer Verteidigung ist richtig gehend ausgekugelt worden. Du warst in der ersten Halbzeit draußen. Vielleicht kannst du es besser beschreiben, aber so etwas habe ich von Winterthur noch nie gesehen. Ja. Ich glaube, da hast du recht, es war eine fantastische erste Halbzeit. Wichtig war einfach, dass wir bissiger sind wie der Gegner. Und ich glaube, das sind wir gewesen. Wir haben ihnen probiert, den Schneid abzukaufen. Und ich glaube, das ist uns vor allem in den ersten 45 Minuten optimal gelungen. Kurz vor der Pause diese Szene. Der Korba einmal mehr mit einer starken Balleroberung und einem cleveren Zuspiel auf den Alves. Und der vergibt nur knapp. Das muss ja ein starker Anspruch vom Zuffi und dem Galaxy sein. Was hast du denen gesagt? Ja, nicht viel. Am Schluss sind ja die Spieler gehen ja auf den Platz. Es geht ja nicht um mich oder um den Dario. Ich glaube, sie haben einfach perfekt umgesetzt, was wir von ihnen gefordert haben oder was wir verlangt haben. Sie haben sich heute selber belohnt und ich habe nicht nur eine grossartige erste Halbzeit gesehen, ich habe grossartige 90, 93 Minuten gesehen. Und ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Pause im Brückli-Feld. Im Gästesektor hat es schon bald keine Würste mehr gegeben. Und der Musikgeschmack der Weissocken, naja, nicht mein Ding. Aber was gar nicht geht, sind die unsäglichen Werbedurchsagen. Und das sogar während dem ganzen Spiel. Laienhaft und vor allem so laut, dass man das als fahrlässige Körperverletzung bezeichnen kann. Die Auswechslung wird Ihnen präsentiert von der Handelsschule KV Aarau. Weiterbildung für clevere Köpfe. Der clevere Kopf, ein typischer Aarau-Fan, präsentiert Schützi TV in Zusammenarbeit mit Villiger Stümpen. Zweite Halbzeit. Vinti hat alles unter Kontrolle. Aarau hat zwar meistens den Bullen, aber so eine Chance wie die hier vom Seif bringen sie nicht an.
anstelle von Nummer 29 am Neftali Manzambi noch im Spiel. Mit Nummer Zum Glück rennt der Neftali schneller, als der Speaker seinen Namen kann formulieren. Vinti bringt noch den Bus und den Ramisi. Glücklich, wer so Spieler auf der Bank hat. Bis im ersten Abschluss verzieht der Roman noch. Ein paar Minuten später aber trifft er dann. Und zwar auf ein cleveres Zuspiel vom Ramisi. Sein erstes Goal nach seiner langen Verletzung. Die Wechselspieler machen den Deckel zu. Vinti ist eben ein Team mit 15 bis 18 gleichwertigen Spielern. Es täuscht, weil es sind noch viel mehr als nur 15, 18 Leute. Es sind noch viel, viel mehr. Wenn man mal die Mannschaftsliste durchgeht, sind noch ein paar andere Jungs, die vielleicht weniger zum Einsatz kommen, aber im Training immer alles geben und die pushen, die eben dann am Wochenende auf den Platz von Anfang an. Und das macht dann am Schluss auch die Mannschaft aus. Vor einem Jahr hat der Ramis in einer gleichen Szene noch geschossen. Jetzt spielt er zum besser platzierten Spieler. Auch das macht das Team aus. Ja, es war ein geiles Gefühl, absolut. Es war eine lange Zeit ohne Fußball. Es hat weh gemacht zum Zuschauen, aber die Jungs haben das top gemacht, auch in meiner Abwesenheit. Und ich bin sehr, sehr froh über die Leistung von heute. Als Fußballer willst du einfach immer auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen. Das konnte ich in letzter Zeit leider nicht machen. Das hat weh gemacht. Darum sind heute ein bisschen mehr Emotionen raus als sonst. Kurz vor Schluss. Fans feiern schon den deutlichen Auswärtssieg und die neue Tabellenführung. Ein Sieg für die Spieler und den Staff. Während dem Spiel hast du ein SMS von Alex bekommen. Ja, ich habe die mal aufs Handy geschaut, das stimmt. Ja. Was hat er geschrieben? Oh, das sind intern, die gehen nicht nach Hause. Jetzt nach dem Spiel schon Kontakt mit ihm? Ja. Ich habe natürlich gerade die Gunst der Stunde genutzt und schnell einen FaceTime-Anruf gemacht, damit er die Emotionen noch mit überkommt, dass er noch die Energie überkommt, auch von den Jungs, von der Mannschaft, und dass er so dann auch schneller wieder gesund ist. Fans, die sind so treu und auch verrückt im positiven Sinn. Das macht einfach Freude. Und wenn man sie dann nachher auch noch, wenn man ihnen auch noch auf dem Platz mit einer besonderen Leistung etwas zurückgeben können, dann umso besser, umso schöner. Hey,